Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Symphonia. Wir haben letztes Mal aufgehört, nachdem wir den Pass bekommen haben. Wow, lag. Keine Ahnung. So. Wir sind jetzt hier wieder zurück da in diesem Haus. Mit anderen Worten, auf der anderen Seite vom, wo ist er? Da. Der Hakonsia-Pass. Wir haben jetzt mit Undine einen Pakt geformt und somit können wir das, was wir schon lange tun wollten. Wir können endlich, an dieses Einhorn, das unter Wasser da eingeklemmt ist anscheinend. Und mal sehen, was wir da alles erfahren. Rain braucht ja das Horn eines Einhorns oder Mana-Blatt, um ihre Zauberkräfte zu verstärken. Wir wollen ja dem einen Typen da helfen, in Hima. So würde ich mal sagen. Dieses Monster greift mir nicht an. Umachi-See. Also los, China. Fehlt und ihn uns darüber zu bringen. Moment, so geht das nicht. Warum nicht? Nur eine reine Maid kann sich dem Einhorn nähern. Lloyd, Genus und ich sind also schon mal ausgeschlossen. Also können noch Mädchen gehen. Also nur Rain und passe. Ja. Was jetzt? Wir können doch Colette in ihrem Zustand nicht alleine darüber schicken. Hey, wollt ihr überhaupt, ich wäre nicht qualifiziert? Ihr müsst es nicht beide gleichzeitig sagen. Dann schicken wir Colette und China. Wieso kann Professor Rain nicht gehen? Weil ich erwachsen bin. Okay, dann fange ich jetzt mit der Beschwörung an. Ah, so herrlich. Ich rufe die Jungfer der Quellen und Gewässer. Ich beschwöre dich, zeig dich, Undine. Bitte, Undine. Bring uns zu dem Einhorn. Wie du wünschst, zum See. Martell? Martell? Du meinst die Göttin Martell? Nein? Du bist Colette und deine Gefährtin ist China. Du kannst Colettes Stimme hören? Ja. Aber du bist nicht Martell? Diese Präsenz, dieses Mana und diese Krankheit. Selbst in meiner Blindheit sehe ich klar. Du bist Martell. Ich existiere, um die erwachte Martell von ihrer Krankheit zu retten. Um die Krankheit zu heilen, unter der du leidest. Dann bitte, rette Colette. Das Horn eines Einhorns hat diese Macht, oder? Du bist nicht um deiner selbst willen hier, sondern um einen Menschen zu retten, dem du ein Versprechen gegeben hast. Achso, du bist die Auserwählte. Nehmt es. Erhalten Horn des Einhorns. Was ist mit dir? Unsere Hörner sind unser Leben. Mein Schicksal hat sich erfüllt. Trauert nicht um mich. Ein neues Leben wird aus mir geboren. Und wenn dieses neue Leben endet, entsteht ein weiteres Leben. Auf diese Weise leben wir weiter. Auf ewig. Geht es euch beiden gut? China, weinst du? Das Einhorn hat uns sein Horn gegeben. Verstehe. Dann ist das Einhorn jetzt tot. Du wusstest das? Wenn ein Einhorn sein Hort verliert, stirbt es. Aber es wird ein neues Einhorn geboren.
Deshalb ist das Einhorn das Symbol von Tod und Wiedergeburt. Es wird ein neues Einhorn geboren? Ja, das ist sicher bereits geschehen. Das Einhorn hat uns sein Horn überlassen, obwohl es dafür sterben musste. Wir müssen sicher gehen, dass sein Tod nicht umsonst war. Ja, Colette, jetzt kriegen wir dich vielleicht wieder hin. Warum? Die Welterneuerung ist noch nicht abgeschlossen. Gott, meine Kopfhörer. Meine Ohren. Tut mir leid, wenn ihr das rascheln hört. Also, für Bennett ist bitte für Pietro und Clara. Aber, Colette. Na gut, wenn du es so willst. Professor, hier. Rain lernt Resurrection. Mit anderen Worten, sie kann jetzt gefallene Kameraden ohne Lebenswasser wiederbeleben. Ja! Rain erhält den Titel Heilerin. Ich scheine dank des Horns einige neue Heilkräfte gewonnen zu haben. Okay, hiermit können wir Clara retten. Ja, mit diesem Horn und Boltzmanns Buch können wir ihr sicher helfen. Wo ist denn diese Clara? Wir müssen nach ihr suchen. Wir können nur ihr früheres Verhalten analysieren und diese Spur folgen. Ja. Hab noch etwas Geduld, Colette. Ich verspreche, dass wir deinen Wunsch erfüllen. So. Ach Gott, ich hasse es, wenn mein Sound laggt. Das passiert manchmal einfach. Oder, nee, das passiert an sich immer nur irgendwie. Naja, manchmal in Aufnahmen nicht, gestern nicht und jetzt wieder. Komisch. Naja, Stärke verteilt und KP erhöht. Mit anderen Worten, sie hält mir aus. Finde ich gut. Ja, die Lags sind in der Aufnahme später nicht mehr drin. Die sind jetzt nur bei mir so. Deswegen werde ich irgendwann anfangen, zur Musik mitzusummen und das dann asynchron ist. Dann liegt das einfach daran, dass es für mich synchron ist, aber gerade ich den Ton asynchron höre. Gestern habe ich eine große Aufnahme für Fantasy Quest Chronicles gemacht. Die soll ich heute mal rendern, damit ich für morgen das habe. Lord Wolf war dabei, 2 Stunden, ja. Da passte das zum Beispiel wieder, also. Keine Ahnung, wo daran das jetzt liegt. Früher war es auch nicht. Da. Müsste ich mal gucken. Du bleibst weg und du dummer Schleim. Naja. Es ist nicht allzu schlimm. So, und wir reisen dann weiter nach Fiemon. Und verdammt, ich bin froh, dass wir Neusch haben. Sehr spart einem so viele Kämpfe, unser lieber Neusch. Es gibt auch verschiedene Events mit Neusch. Also es gibt ein Event mit Neusch zum Beispiel, das bekommt man nur, wenn man das Spiel auf eine gewisse Weise spielt, also wenn man auf ein gewisses Ende zuspielt und so weiter. Mit anderen Worten, dieses werde ich nicht bekommen. Bleibt mal weg, ey, die wollen, das sind alles Verfolgungsgegner. Einige verfolgen ja, andere bleiben stehen. Diese sind verdammt verfolgend. Alter, hör auf mich zu stalken. Und noch einer. Ja, meine Fluchtmöglichkeiten waren begrenzt. Dieser Wind ist total overpowered. Ach ja, ich habe ja nicht getroffen. Genau, weil der weggeschlagen wurde. Soll ich bitte diesen Gegner fehlen? Weil der nervt. Ah, ich hasse Hähne in diesem Spiel. Die Evil Chicken Man. Ja, der letzte trifft natürlich noch. So, so. Und he's dead. Oh. War zu langsam, um ihn zu töten. Ja, Photon. Da drin, da hinten ist Noahs Wohnwagen. Da, genau, da ist noch Hungerei.
Die Designs sind Halbelfen. Ja. Zu ihnen gehören fast ausschließlich Halbelfen. Wie kommst du auf einmal darauf? Ich habe dann denken müssen, dass sie... Wie können sie nur so schrecklichen Dingen fähig sein? Oh, stimmt ja, du bist ein Elf. Ja. Ich weiß, was du meinst. Wenn ich daran denke, dass sie zur Hälfte auch menschlich sind, frage ich mich auch, wie sie so handeln können. Meint ihr nicht, das liegt daran, dass sie immer verfolgt wurden? Aber das liegt doch daran, dass sie uns wie Vieh behandeln. Naja. Ich schätze mal... Was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Ja. Bitte? Na, schon gut. Wenn ihr mich fragt, was zuerst da war, ja, Halbelfen, Mischlinge. Mischlinge werden total verachtet, weil sie Mischlinge sind. Und folglich wurden sie verfolgt und deswegen waren die nicht ganz so gut auf diese Rest der Welt zu sprechen. Danach müsst, wenn man danach geht, sind auf jeden Fall Halbelfen da. Wir müssen Pietro retten. Na stimmt, wir haben es versprochen. Jetzt müsste ich ihn heilen können. Gehen wir. So. Jetzt erstmal Blutschlucht, ja. Anpassungsdienste. Rapier. Immer noch kein Rapier? Ich meinte, ich hätte eins gekauft. Oder hatte ich dafür kein Geld? Ja, müsste ich dann mal gucken gehen. Ein Schmuckstab. Purpurschilden. Doch ein Omega-Schild hat er doch gerade. Goldschild. Er hat Sinclair. Ja, wie, ich muss noch einkaufen gehen. Das habe ich noch nicht getan. Anscheinend. Ja, ich habe ja das, was die Insel immer gibt. Anscheinend kann ich nicht bei ihm hier die verschiedenen Sachen kaufen. Also... Gott, wie heißt das nochmal? Kratos kriegt erstmal sein Schild wieder, weil ich ja... Omega-Schild, so. Ich kann ja bei ihm anscheinend nicht meine mein schwarzes Silber und so weiter kaufen. Folglich werde ich dann einfach bei ihm verkaufen. Na, das lasse ich lieber noch, aber... Ein Reif kann ich verkaufen. Ja. Und zur Info, diese Aufnahmesession wird nicht sehr lang werden, weil ich dann das ganze Shopping noch offscreen und so weiter mache. Und ich weiß, was ich wo zu tun habe und was als nächstes kommt. Und dass ich erstmal das aus dem Weg haben will, bevor was Neues anfängt. Ihr seid es, das Heilverfahren. Wir haben es gefunden. Ich werde es jetzt versuchen, okay? Oh ja, bitte. Resurrection, erwache. Wo bin... Er ist auch Gott. Oh, der Götter sei Dank. Den Göttern sei Dank. Sophia, dann habe ich es also bis nach Hima geschafft? Ja, Pietro, China, sie hat dich gerettet. Ja, ich erinnere mich. Nachdem ich nun verlassen habe, wurde ich von Designs überfallen. Dann hat sie... Ich danke dir. Ach, keine Ursache. Und außerdem hast du es Rainsville hier zu verdanken, dass du wieder gesund bist. Wenn du überhaupt jemand danken müsst, dann ihr. Oder müsstest dann ihr. Ja. Achso, vielen Dank. Jetzt kann ich die Auserwählte erwarten. Die Auserwählte, wie meinst du das? Ich bin aus der Fahne geflogen, weil ich der Auserwählten etwas mitteilen muss. Wenn du mit der Auserwählten sprechen willst, sie steht vor dir. Was? Du,
Du bist die Auserwählte? Oh, Göttin Mattel, ich danke dir. Göttin, was? Mann, oh Mann. Die Designs versuchen, ein sogenanntes Angelus-Projekt wiederzubeleben. Sie entwickeln außerdem eine Waffe, die sie Mana-Kanone nennen. Mana-Kanone? Du meinst Thors Hammer aus dem alten Krieg? Ich kenne keine Einzelheiten. Sie verwenden sogenannte X-Fears in diesen finsteren Experimenten. Bitte, zerstört dieses Angelus-Projekt mit der Macht der Auserwählten und rettet uns alle. Ganz ruhig sein. Wir haben Qua besiegt und die Gefangenen befreit. Sylvie von dir hat uns sehr geholfen. Wirklich? Wir wussten, dass uns die Auserwählte, dass wir uns auf die Auserwählte verlassen können. Aber ich mache mir Sorgen wegen dieser Mana-Kanone. Ja. Aber wir kommen nicht weiter, wenn wir uns hier den Kopf darüber zerbrechen. Können wir mit dem Heilverfahren auch Clara retten? Ja, ich bin mir sicher, dass wir die arme Frau retten können. Wenn wir die Zeit dazu haben. Hallo Pietro. Ich danke euch, aber meinetwegen ist nun. Ich möchte mein neues Leben dazu nutzen, Lulun wieder aufzubauen. Mit ihm will ich nochmal sprechen. Ich möchte mich für mein Verhalten entschuldigen. Ich hatte keine Ahnung, dass ihr die Gruppe der Auserwählten seid. Die Auserwählte ist noch wunderbarer, als ich dachte. Ich frage mich, ob ich überhaupt jetzt mit Hunden reden kann und dann irgendwie so Namen kommen. Naja, erstmal das halt. Martell ist eine Göttin, oder? So nennt man sie. Können Göttinnen auch krank werden? Ich vermute schon. Das ist dumm. Aber wenn man bedenkt, dass Colette ein Engel werden kann, so können Menschen und Engel doch nicht so verschieden sein. Und Engel dienen Mattel. Ich finde trotzdem, dass es seltsam ist, sich eine Gottheit mit Grippe vorzustellen. Ja, yeah, das ist wahr. So. Okay, hier bin ich wieder. Ja, wichtig, da Anruf. Da. Ich hasse, wenn sowas passiert. Ich darf das alles danach synchronisieren. Vor allem während dem Skit, verdammt nochmal. Kleff, kleff. So. Wie kommen wir denn eigentlich zum Turm des Heils? Liegt hinter dem Gebirge. Ich hab's. Wie denn? Typ mit dem Drachen. Wir bitten uns, ein paar seiner Drachen zu leihen. Mit Drachen können wir den Turm des Heils bestimmt erreichen. Oh, eine gute Idee. Gut, gehen wir. Mackensink Short. Oh, zu viel Lebensmittel, darf ich schon das Nebel nehmen müssen. Ja, Ach, diese Leute sind so toll. Schnell reisen. So. Und genau das ist der Grund, wieso ich... falsche Seite. Der Grund, wieso ich nicht so lange heute aufnehmen werde, weil ich will das mit dem mit dem Turm des Heils, wie komme ich denn darauf, noch nicht machen, weil ich vorher noch einige Sachen erledigen will und hier und da ein bisschen was sammeln will. Und nicht sammeln, einkaufen und ausrüsten und gucken, wo ich Rapier herbekomme und so weiter. Das liegt mir nämlich am Herzen, weil wenn man denkt, Turm des Heils ist so ein Zwischenschlüsselteil und da will ich wirklich gut ausgerüstet sein, wie man sieht, das Schwert hätte mir am besten angefragt, falls ich es dann mir herstellen hätte können. Konnte ich noch nicht, deswegen, ja, will ich das haben und so, ne? Versteht schon. Wichtiges ist wichtig, ist wichtig. Wir haben in diesem Part, ja, einiges Wichtiges fand. Eigentlich wollte ich euch kurz mal so die Werte von Resurrection zeigen, aber hier. Resurrection ist halt Profis kostet 48 DP. Oh, damn it. Ich wollte eben einen Aufladerangriff in Texas und Final Fantasy Crystal Chronicles machen. Spread!
Jump! ja, da habe ich mich mit dem Jump ein bisschen verkalkuliert. Mit dem Sprung, wie man das schön deutsch sagt. Gut, dass man da aber immer noch auf Neusch ist danach. Aber nicht wieder abzusteigen. So. Diese kurze Aufnahmesession ist wirklich kurz, die beende ich dann mal gleich. Aber erstmal will ich dann noch hier kurz gucken, weil... Anpassen. Wir haben Sinclair ausgerüstet, okay. Rosafone haben wir. Ja, wir müssten eigentlich alles haben. Oder auf Vorrat oder ausrüstet, ja. Aber was ich noch machen will, ist gerade gegen Material. Wenn ihr euch erinnert, wir brauchen ein schwarzes Silber, um einen neuen Schild von Kratos herzustellen. Da hat uns ja eins dazu gefehlt und das können wir uns hier schon holen. Es ist, hat immer noch den gleichen, na Müll will ich nicht sagen, es ist nicht Müll, es ist einfach nur, es bringt uns nichts. Wobei mir einfällt, dass ich die Teile nicht habe, weswegen ich die mal auf Vorrat kaufen sollte. Weil, ja. Das mit dem Rapier, man hat es gesehen. Es passiert immer mal, dass man was braucht, das aktuell nicht hat. Weil es für irgendwen anderen da ist. Da Kratos auch so welche Sachen dann tragen kann. Auch wenn er hauptsächlich Schilde tragen sollte, da nicht mehr Verteidigung bringen. Aber Handschuhe auch tragen kann, kaufe ich mal welche Vorrat. Hier ist Katz Forschungsteam. Da unten, wenn ich mich erinnere, die haben schöne Sachen verkauft. Amulette und so weiter. Der Wirbelwind. Agilität, Steinerung und Schwere. Habe ich nicht mehr genug Geld, um mir noch einen zu kaufen. Ich kaufe mir mal ein paar von denen Vorrat. Na, damit ich von jedem 5 habe. Mehr Monsterbegegnungen, weniger Monsterbegegnungen. Finsternis, ja. Erhöht Zeitverbindung, heiliges Licht verringert. Ich hätte mir wirklich gewinnt. Ich habe kein Geld mehr, verdammt. Ich hätte mir deswegen dafür noch etwas trainieren, um Geld zu. So, jetzt kann ich hin. Ich hätte mir gewünscht, davon noch etwas mehr zu haben von den heiligen Tränken, weil sonst hätte ich mir das einiges in der Reise einfach gemacht. Ja, du bist keiner, den ich Schnellreise haben könnte. Ja, er ist keiner, der irgendwie Schnellreise anbietet. Er steht nur da. Hier ist jetzt auch der Speicherpunkt. Nein, hier will ich nicht überspeichern. Ja, Speicherstand ist gut. So, damit wäre auch das geklärt. Wir haben jetzt uns Resurrection abgeholt und Pietro haben wir geholfen. Wir haben 1-2 Kämpfe gemacht, weil wir von Monstern gestalkt wurden und wir nicht schnell genug wegrennen konnten. Pedobär-Monster? Ja. Yeah. Es kommen noch Bären. Glaub mir. Uah, die Vorstellung. Gott, das waren echt fast 25 Minuten. Ich habe doch nur mit Leuten gequatscht. Ja. So. Ist noch was zu sagen? Nein, ist es nicht. Gut, dann sage ich jetzt mal ciao und bis dann, bis zum nächsten Part. Wenn wir uns dann endlich um den Turm des Heils kümmern und ich mal alles Geld und so weiter aufgestockt habe und Items. Also, man hört sich. Ciao und bis dann.